Hallo Leute, Takeo hier. Weiter geht es mit Sekiro Shadows Die Twice. Das letzte Mal haben wir uns ja weiter durch das versunkene Tal gewagt, wo wir wieder die große weiße Schlangengottheit getroffen haben und auch einige Affen, die uns ein bisschen irritiert und genervt haben. Aber nichtsdestotrotz sind wir hier bis zum Ende gekommen und da sieht man auch schon, da wartet der Boss des Gebietes auf uns. Bevor wir uns jetzt aber mit dem anlegen, werden wir noch ein paar Kleinigkeiten machen. Zum einen haben wir ja keinen Reis mehr, den haben wir beim letzten Mal abgegeben. Das heißt, wir werden uns Reis holen. Dann werden wir einmal den Bildhauer aufsuchen, weil wir ja eine neue Shinobi-Prothese haben. Und anschließend, ja, gucken wir uns, glaube ich, hier im Tal noch ein bisschen um, bevor wir es dann wagen und den Boss bekämpfen werden. Von dem her geht es jetzt einmal wieder zum innersten Heiligtum. Shinobi des göttlichen Erben, du bist hier willkommen. Shinobi des göttlichen Erben, dieses Mal ist der Reis gut gediehen. Und jetzt streck deine Hand aus. Ja. Segnet uns mit einer reichen Ernte. Sehr schön, damit haben wir wieder etwas Reis bekommen, was ja auch ein sehr gutes Heil-Item ist. Vielen Dank. Dieser Reis ist kostbar. Komm einfach wieder, wenn du mehr willst. Und ich denke, der wird uns auch beim Kampf gegen den Affen helfen. Leb wohl, Shinobi des göttlichen Erben. Mögen die Ernten reichhaltig sein, wo immer dein Weg dich hinführt. Und dann geht es jetzt einmal zum Bildhauer. Brauchst du etwas? Genau, die göttliche Entführung entfesselt einen Wirbelwind, der im Wirbel gefangene Feinde zum Umdrehen zwingt. Der hinfortgezauberte kann leicht zurückkehren. Es heißt jedoch, dass man nur einmal zurückkehren kann. Beim zweiten Mal gibt es keine Rückkehr. Klingt sehr ominös, da müssen wir einmal gucken, wie das dann effektiv eingesetzt wird. Dann ein andermal. Du findest hier jederzeit Zuflucht. Aber ich glaube, dieses Shinobi-Prothesenmodul können wir dann auch einmal nutzen, um jetzt Kotaro wegzuzaubern. Das heißt, wir gehen nochmal hoch zum Berg Kongo. Und dann sprechen wir noch einmal mit ihm hier. Ist das die schneeweiße Blume? Ah, das ist... Oh, ich erinnere mich jetzt. Hört her, sie sind Kinder des ewigen Wassers. Und ich erinnere mich, dass ich versucht habe, ein schneeweißes Windrädchen zu finden. Ein Windrädchen für dieses Kind. Sagt, kann ich euch um einen Gefallen bitten? Was? Könnt ihr mich verschwinden lassen? Was meinst du damit? Ich weiß, wer ihr seid. Ihr seid ein Shinobi, richtig? Diese Mönche sagen, dass Shinobi Leute wegzaubern können, sie verschwinden lassen, als wären sie niemals da gewesen. Warum wünschst du dir das? Ich bin sicher, wo auch immer ich dann lande, dort werden die anderen sein. Und dann sehe ich sie wieder. Ich habe schließlich die Aufgabe, auf diese Kinder aufzupassen. Ihr könnt das doch tun, oder? In Ordnung. Oh, danke. Vielen Dank. Ich bin bereit. Auch wenn ich etwas Angst habe. Aber egal. Tut es. Oh, Kotaro ist so süß. Dann machen wir das jetzt auch einmal. Dank unserer neuen Shinobi-Prothese. In Ordnung.
Na gut, tut es. Jetzt gleich. Und damit haben wir ihn fortgezaubert. Das war jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber damit ist sein Wunsch erfüllt. Und wer weiß, vielleicht werden wir ihn ja wiedersehen. So, das heißt, wir haben diese Aufgabe erledigt und sind auch gut ausgestattet, sodass wir jetzt wieder zurück in das versunkene Tal reisen können. Mich würde es jetzt nur noch interessieren, ob es da hinten noch was gibt. Also wenn wir uns hier runterwagen und den Weg hier entlang laufen. Wo wir dann noch hinkommen werden und ob wir dann auch alle Items, ja genau, das da drüben sieht auch sehr wichtig aus. Gut, wir haben unsere grüne, moosige Kürbisflasche. Hier liegt nämlich noch gelbes Schießpulver. Das ganze Loot aus diesem versunkenen Tal würde ich nämlich noch gerne mitnehmen. Oh, und ein schwerer Geldbeutel. Oh, und dann schnell rüber. Wobei sich das zum Glück echt nicht schnell aufbaut. Gerade durch unseren Schutz dank der Kürbisflasche. Oh. Steht da wieder eine Nachtschwalbe. Nein, das ist ein Affe mit zwei Katanas. Okay, die werden hier immer abgedrehter im Sumpf. Da drüben ist der Nachlassverwalter. Da können wir uns wieder hochziehen. Aber da drüben leuchtet auch noch was. Autsch, oh. Ja, noch so ein Affe mit zwei Schwertern. Ziehen wir uns hier mal rüber. Wow! Wow, wow, wow! Was bist du denn? Okay, die kämpfen ja auch krass. Wow. Ich will nur die da hinten noch ausschalten. Wow. Sehr aggressiv. Ja. Nein, das wollte ich gar nicht benutzen. Ich wollte mich heilen. Nein, 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 nein. Heilen, heilen wollte ich mich. Oh, das hat ihm viel abgezogen. Der war ja eklig. So schnell und auch richtig stark.
Und er hat hier nur ein bisschen Magnetitschrott bewacht. Ja, wobei, da hinten liegt auch noch was. Ein leichter Geldbeutel. Okay. Das war auf jeden Fall heftig. Ah, da drüben ist aber auch noch was. Hier gibt es so viel Loot. Ich habe sicher so viel übersehen. Aua. Ein Mibu-Ballon der Seele. Okay. Das ist doch schon mal nicht schlecht. Dann haben wir hier, glaube ich, aber alles noch gefunden, was es hier im Sumpf gibt. Ja, wobei, vielleicht ist da drüben noch etwas. Ach man, hier konnte man sich nur hochziehen. Schön, dann steht jetzt ein Bosskampf an. Ich bin mal gespannt. So, wir rasten auf jeden Fall, damit alles aufgeladen ist, was wir haben. Und ich überlege, wahrscheinlich ist das Flammenrohr ganz praktisch oder das Feuerwerk. Ich nehme an, er brennt auch gut. Dann werden wir auf jeden Fall Arcos Geiststurz benutzen, um unseren Angriff zu buffen. Und ich glaube, einfach das gute alte Öl können wir hier auf ihn drauf werfen. Sofern wir es finden. Ja, und noch ein Item. Was könnten wir hier benutzen? Reis. Das ist vielleicht ganz gut. Ichimonji Doppel. Und dann würde ich sagen, probieren wir das so. Ich habe schon ein bisschen Schiss, aber das hilft ja nichts. Hallo, mein Großer. Boah, da, ja genau, rollt er sich rum. Ist der heftig. Ich weiß nicht, wann das Opening ist, um ihn anzugreifen. Jetzt? Oh, das wär's gewesen. Ii! Wow! Das ist ja gemein. Was kann der alles? Okay, Gegenmittel. Hörst du auf, dein Pupu nach uns zu werfen? Also. Geht doch. Was macht er jetzt? Ja, du bist sehr imposant, Löwenaffe. Aber ich habe keine Angst vor dir. Oh, vielleicht doch. Ein bisschen Angst habe ich schon. Oh Mann. Nein. Nein, nicht schon wieder. Hörst du auf, uns zu zermanschen?
Nein. Nein. Oh Gott, Reis, heil uns. Reis hat uns nicht geheilt. Dann hole ich nochmal kurz Nachschub beim göttlichen Kind. Das war jetzt auch unglücklich getimt. Aber ich glaube, wir müssen bei dem einfach ein bisschen aggressiver sein. Oh, sie schläft. Oh, Shinobi des göttlichen Erben. Ich habe deine Rückkehr bereits erwartet. Oh, hast du schon gesehen, dass wir gegen den Affen so verlieren? Nimm bitte diesen Reis. Danke. Segnet uns mit einer reichen Ernte. Ich bin euch dankbar. Natürlich. Reis ist kostbar. Denk daran, ihn ordentlich zu kauen, bevor du ihn herunterschluckst. Vielen Dank für deinen Besuch. Ja, vielen Dank für den Reis. Und dann probieren wir das nochmal. Vielleicht wäre es auch klug, dass wir unsere Fähigkeit noch ausgeben, also unsere Fähigkeitspunkte. Gerade in die verbesserte Heilung vielleicht, die uns dann auch gerade der Reis bringt. Hier muss man echt immer auf die kleinen Openings warten und sonst versucht man einfach ihn zu nerven, solange es geht. Und das Anzünden ist einfach echt gut. Bleib hier. Gar nicht so aufbäumen. Oh shit. Ja. Da hat er uns gut aus der Luft abgefangen. Ja. Diese Technik immer. Ja, auf uns mit einer Kacke zu bewerfen. Nein. Wie soll man dem ausweichen? Das habe ich bis jetzt noch nicht ganz verstanden. Oh. Ah, Mist.
Der ist so cool. Aber wir haben gar keine Geisterblinde mehr. Und da haben wir ihn auch schon. Besiegt. Sehr, sehr gut. Nur leider gibt's da einen Haken an der ganzen Geschichte. Der ist leider auch infiziert. Das heißt, jetzt ist er ein kopfloser, unsterblicher Affe. Und er kämpft wirklich sehr, sehr seltsam. Jetzt müssen wir gucken, wie wir das am besten gegen ihn machen. Ihn auspowern lassen. So machen wir das. Er kämpft so cool. Da bleiben wir mal nicht in seiner Nähe, wenn er das macht. Oh oh. Sehr schön. Na klar. Das ist auch noch Grauen. Ist der mega. Es macht so Spaß, gegen den zu kämpfen. Der auch einfach sein Schwert benutzt. Oh Mist, nicht drüber gesprungen.
Oh, das war ein Instant-Schrei. Oh nein. Oh nein, oh nein. Jetzt die richtige Shinobi-Exekution, auch mit der sterblichen Klinge. Oh oh. Erinnerung, Wächtertafel. Eine Erinnerung an den Kampf gegen einen starken Gegner, der für immer im Geist des Wolfs weiterlebt. Die Angriffskraft kann dauerhaft erhöht werden, indem man sich der Erinnerung beim Besuch einer Figur des Bildhauers stellt. Auch wenn der Wächteraffe besiegt wurde, hallt sein Gebrüll weiter. Man sagt, ein befallener Körper sei ein Zeichen der Unsterblichkeit. Zarte Finger. Der zarte Finger einer jungen Frau kann in der Shinobi-Prothese als Prothesenmodul genutzt werden. Er wurde halb verdaut im Bauch des Wächteraffen gefunden. Es gibt die Flötensignal-Shinobi-Technik, die Tiere wild macht. Das offene Loch im Finger zeigt, dass diese Technik genau dafür genutzt wurde. Ja, wirklich spannend, aber ich bin sehr froh, dass wir gleich beim ersten Mal, als wir ihn in die zweite Phase gebracht haben, dann auch gleich besiegt haben. Das war einfach richtig, richtig cool. Und ja, dieser Finger, das könnte der Finger der Freundin vom Bildhauer gewesen sein. Aber jetzt würde ich sagen, lasst uns unsere Angriffskraft verbessern. Eine Erinnerung an den Kampf gegen einen starken Gegner. Obgleich die Erinnerung weit zurückliegt, stärkt es den Wolf, sie sich wieder zu vergegenwärtigen. Man sagt, ein befallener Körper sei ein Zeichen der Unsterblichkeit, doch ein derart langes Leben wäre einsam für einen Affen. Vielleicht war das widerhallende Brüllen des Wächteraffen auch ein Flehen um etwas. Ja, wer weiß, wer weiß. Auf jeden Fall ist unsere Angriffskraft jetzt erhöht. Leider haben auch ein paar Leute Drachenfäule bekommen. Das heißt, auch die können wir gleich einmal heilen. So, das ist doch schon mal wesentlich besser. Und ja, wie gesagt, der Finger, den wir da gefunden haben, das könnte wahrscheinlich der Finger von der Partnerin des Bildhauers gewesen sein. Die haben ja hier trainiert. Und wahrscheinlich wurde sie dann von diesem Wächteraffen besiegt und auch noch gefressen, was wirklich kein schönes Schicksal darstellt, aber immerhin bekommen wir jetzt durch ihren Finger dann irgendwie eine neue Prothese. Und hier ist wertvoller Köder. Ein wertvoller Köder. Er hat eine schleimige Textur und Auswüchse, die Hörnern gleichen. Genau die Art Köder, die der Meister liebt. Läute die Glocke und lege den Köder aus. Oh, sehr schön. Irgendein wichtiges Item haben wir hier noch gefunden. Ansonsten gibt es hier aber nichts mehr, oder? Sehen wir von hier oben irgendwas? Nein. Da können wir uns nur herumziehen. Schön, aber es war auf jeden Fall ein sehr cooler Kampf. Hat richtig Spaß gemacht, auch wenn er uns ein paar Mal durch die Gegend geworfen hat. Und da haben wir wohl das letzte Item für Kuro. Lotus des Palasts. Eine weiße Lotusblume, die tief im versunkenen Tal blüht, wo die Urquellwasserbecken bilden. Da ihr Duft Weibchen anlockt, zog der Wächteraffe sie sorgsam auf, um sie seiner Braut darzubieten. Bestandteil des Räucherwerks, das vom göttlichen Erben zur Aufhebung der Unsterblichkeit benötigt wird.
Perfekt. Und jetzt mit der sterblichen Klinge, diesem Lotus und auch mit dem duftenden Stein können wir, glaube ich, das Ritual wagen. Das heißt, wir reisen jetzt einmal zurück zu Kuro. Oh. Wenn es ginge. Es ist leider ausgegraut. Und die Ashina-Burg ist auch vollständig ausgegraut. Bis auf dem Eingang zum verlassenen Verlies. Okay. Dann lasst uns dorthin reisen. Oder wir holen uns erstmal die Prothese beim Bildhauer. Das ist vielleicht auch eine gute Idee. So, wobei, was wir machen können, ist, wir können doch eigentlich die Shinobi-Tür hier hinten nehmen, oder? Um zu Kuro zu kommen. Oh, Emma ist hier. Hallo, Emma. Werter Wolf, ihr seid auch hier? Ich mochte schon immer den Klang, wenn ein Buddha geschnitzt wird. Also besuche ich diesen Ort manchmal. Keine Kürbissamen. Schade. Lebt wohl. Was hast du denn da? Wo hast du diesen Finger her? Der Wächteraffe im versunkenen Tal hat ihn gefressen. Verstehe. Kaum vorstellbar, dass er im Magen eines Affen war. Lass mich mal sehen. Ich bringe ihn an deiner Armprothese an. Das Flötensignal. Sein Klang erregt die Aufmerksamkeit des Feindes und lockt ihn zum Ort der Flöte. Durch Anvisieren eines Ziels kann nur dieses das Signal hören. Das Flötensignal macht Tiere wild, sodass sie nicht mehr zwischen Freund und Feind unterscheiden können. Ich glaube, das hier ist jetzt die letzte Shinobi-Prothese. Genau, ich habe gerade den Erfolg in Steam bekommen, dass wir jetzt alle Prothesenmodule freigeschaltet haben. Können wir auch irgendwas verbessern? Ah, mit 4 Zen ist das eher fragwürdig, aber es gibt so viele coole Sachen. Wir warten mal noch ab. Das machen wir beim nächsten Mal. Dann ein andermal. Du findest hier jederzeit Zuflucht. Sehr schön. Das heißt, wir haben hier alles getan. Was wir jetzt aber noch machen können, das weiß ich auch, weil ich das einmal gesehen habe im Livestream bei Olli. Wir können von hier einmal lauschen, was die beiden besprechen. Orang-Utan, die Zentralarmee ist hier. Ist sie das? Sie ändern ihr diebisches Verhalten wohl nie. Brennen die Feuer immer noch? Emma, die Antwort darauf wird sich nicht mehr ändern. Ich könnte bis in alle Ewigkeit Buddhas schnitzen. Und die Flammen des Hasses würden nie erlöschen. Ich kann nur versuchen, sie zu kontrollieren. Orang-Utan. Was ist los? Wenn der Zeitpunkt jemals kommen sollte. Ich muss Buddhas schnitzen. Bis dann. Ja, seine Flammen des Zorns und des Hasses brennen weiter in ihm. Und was wir jetzt gehört haben, scheint so, als wäre das Innenministerium hier. Der Informant da drüben hatte uns ja auch schon mal gesagt, dass die sich aufmachen zur Ashina-Burg. Von dem her reisen wir jetzt auch nochmal dahin. Und dann gucken wir, dass wir wieder zu Kuro kommen. Wobei, probieren wir das doch mal mit unserer Theorie von vorhin und der Shinobi-Tür. Von der anderen Seite verriegelt. Ha. Gemein.
Also dann doch oldschool. Und dann reisen wir hier zum Eingang des verlassenen Verlieses. Genau, weil wir können ja schließlich hier raus. Oh. Und den hier auch noch belauschen. Wo bleibt die Ablösung? Meine Wache ist schon seit einer Weile vorbei. Aber es kommt niemand, um mich abzulösen. Das ist natürlich schlecht für dich. So, und da draußen ist wieder der Kerl mit seinen Wölfen. Huch, uah. Warum ruckelt es gerade so sehr? Der hat das wieder nicht mitbekommen, das ist gut. Ich glaube, wir nehmen hier einmal Garchins Geiststurz. Oh, und Reis sollten wir auch holen. Ich bin sehr froh, dass wir noch nicht richtig gegen den gekämpft haben. Das heißt, oh ja, da rennt einer panisch rum. Gucken wir mal, was das Innenministerium hier macht. Oha! Der hat uns nicht gesehen. Ha, gekontert. Seid ihr die Samurai des Innenministeriums? Das war ein schöner Stich. Boah. Kämpft der cool. Das heißt, sie sind hier. Die Shinobi, sie sind im Graben. Im Graben? Hier vor uns. Dann kümmern wir uns um sie. Gibt es hier hinten im Wasser noch irgendwas? Da ist noch Loot. Ich denke mal, da geht es gleich weiter. Eine Schatzkarpfenschuppe. Oh, nicht gut. Ich denke ständig, dass das Spiel jetzt jeden Moment irgendwie abstürzt. Yasharikus Konfekt. Da bist du. Schatzkarpfen, komm her. Nicht wegschwimmen. Sehr schön. Noch eine Schuppe bekommen. Und das hier ist nur der Weg, von dem wir gerade rein sind. Okay, verstehe. Dann waren wir gerade nicht tief genug. Ah, stimmt. Wir sind durch diesen Durchgang geschwommen, den wir schon einmal entdeckt hatten. Das heißt, wir können uns eigentlich hier hochziehen. Das ist gut.
Wer hat uns gesehen? Oh. Du warst das. Verstehe. Kommst du hier runter? Kämpfen wir hier unten? Wir können auch ruhig das hier oben auf dem Dach ausfechten. Und deine Kicks. Das ist echt fies, dass das jetzt mittlerweile einfach normale Gegner sind hier. Moment mal. Ich denke, Sabimaru würde uns hier auch helfen. Gegen die. Das probieren wir gleich beim nächsten aus. Oh, wie schön. Heißt das jetzt, dass wir hier wieder über die Dächer müssen? Ah, wobei, wir haben doch beim letzten Mal das Tor aufgemacht. Ich will nur gucken, ob sie, ja, ob sie hier neuen Loot verteilt haben. Das scheint sozusagen eine andere Instanz der Karte zu sein. Eindringlinge. Oh Mann, die haben hier richtig aufgeräumt mit den Leuten. Kein Wunder, dass Ishin die nicht mag. Oh toll, und wir müssen die Figuren des Bildhauers neu freischalten. Ja, die Lage spitzt sich zu hier in Ashina. So, hier drüben hat doch auch noch was geleuchtet. Ein Kügelchen. Da unten läuft noch jemand. Können wir uns den schnappen? Das geht. Willst du auch noch gegen mich kämpfen? Anscheinend schon. Das war sein Fehler. Öl, das ist gut. Das haben wir viel verbraucht gegen den Affen. Ja, interessant, dass wir hier alles neu erforschen müssen. Oh nein. Oh nein, oh nein. Gib mir bloß weg. Oh, ich habe gar keine Lust auf euch. Ja. Nein, alles gut. Ich lasse nicht zu, dass die uns hier einfach überraschen. Ja, benutzt ihr mal euer Gift.
Wir haben ja zum Glück noch ein paar Gegenmittel. Und unsere grüne Kürbisflasche werde ich dann hier auch einmal ausrüsten. Was hattest du vor? Sehr schön, die haben auch viel Öl bei sich. Oh, ist das hier intens. Lasst uns dann einmal nochmal hier rüber. Ob die ihr Gift auch so gut abkönnen? Wollen wir das einmal ausprobieren? Wir müssen ja nicht in dem Giftnebel dort kämpfen. Ja, das ist schon in Ordnung. Allerdings machen die uns dann trotzdem mehr Schaden als wir an ihnen. Wenn wir den nur irgendwie runterschubsen könnten vom Dach, das wäre ziemlich cool. Oder geht jetzt mittlerweile eigentlich unsere federgeladene Axt gegen die? Oh. Vielleicht ginge sie, wenn wir Geisterembleme hätten. Oh, Follow-up-Angriff. Das war auf jeden Fall sehr effektiv. Das hat viel Haltungsschaden bewirkt. Oh Mann, noch so einer. Der sieht uns nicht. Oder nicht so gut. Ich weiß nicht, ob das der beste Weg ist, aber probieren wir es. Es fühlt sich gerade so mächtig an, wie wir uns hier durchkämpfen. Da oben haben sie auf jeden Fall eine Brücke platziert. Nein? Ich glaube, dann müssen wir einmal das Konfekt benutzen, einfach nur, weil wir wenig von den Geistemblemen gerade haben.
Und dann machen wir das hier wie beim letzten Mal mit den Nachtschwalben. Nur, dass jetzt halt andere Gegner da sind. Aber das soll uns jetzt nicht weiter stören. Du kämpfst jetzt mal für uns. Ihr seid es. Der göttliche Erbe und Emma Sama. Man hat es auf sie abgesehen. Darf ich euch bitten, sie zu beschützen? Das werde ich. Und euch um Hilfe bitten zu müssen, das macht mich wütend. Solange du dich nicht in die Luft sprengst. So, der kämpft hier gegen seine anderen Leute. Das heißt, da geht es wieder hoch zur Spitze der Arschiner Burg. Oh nein. Und hier ist noch ein Zwischenboss. Zwei Leute? Ah, das ist echt fies. Gerade wenn uns die Heil-Items ausgehen. Instant vergiftet. Was soll das denn? Nicht nett. Gar nicht nett. Ja, dann würde ich sagen, machen wir hier in der nächsten Folge weiter, kämpfen uns erneut in die Arschiner Burg und schauen, dass wir dann Kuro und Emma retten können. Es war auf jeden Fall eine sehr, sehr intensive Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Episode. Bis dann, Leute. Macht's gut. Ciao.